Und wir werden dazu geforst, Wäsche zu waschen. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Force. Ich bin der DSD Steve und... Euer Let's Play Retrowelt. Ja, und natürlich machen wir das. Naja, wirklich dazu geforst wirst du nicht, ne? Oh, einfach nur ein Ladebalken. Das war deine. Danke, das ist wirklich nett von euch. Hier, das, nehmt das als Belohnung. Wow, 300 Naira. Muss man sich natürlich fragen, hätte sie die Zeit... Also hat sich das jetzt wirklich so sehr gelohnt? Wahrscheinlich sind das wirklich nur 50 Cent, die sie uns gegeben hat. Lederarmstulpen. Wuhu. Geheimnis gefunden. Deswegen, okay, also lohnt es sich doch alles anzuklicken? Also hätte man doch mit einem interagieren. Was? Hä? Du bist dann direkt wieder auf den Teleport gekommen. Das Wenn du nach links gehst, dann... Das ist aber blöd gemacht. Ja, sowas haben viele Spiele, daran würde ich mich nicht allzu lange aufhalten, aber genau, ja. Genau, aber als Tipp, das würde ich versuchen. Geheimnis gefunden! Okay, wir looten. Ja, also, man kann die Leute doch looten. Ja, okay. Das ist immer, muss ich sagen, ich finde es sehr unschön. Unterwäsche! Warum sagt sie das? Ja, geil. Das dachte ich mir jetzt auch. Charon, Band 2. Charon, Band 2. Die Chroniken von Zetan. Es geht hier um einen Ordenskrieger Sai, welcher von seinem Freund verraten wurde und sich zusätzlich noch mit Dämonen rumschlagen muss. Klingt doch interessant. Also, wenn ich die Zeit hätte, würde ich es lesen. Und das ist, glaube ich, ein anderes RPG-Maker-Projekt. Genau, das ist ein anderes RPG-Maker-Spiel, ja. Ja. Solche Referenzen finde ich immer ganz lustig, kann man machen. Raus aus meinem Haus! Mein Mann arbeitet als Soldat. Manchmal bringe ich mir etwas zu essen vorbei. Das ist ein Kerl, oder? Hier sieht gerade, das wäre ein Kerl. Also, ich dachte von Anfang an, dass es eine Frau wäre. Okay. Das ist wirklich sehr löblich von dir. Nicht viele Frauen machen das. Er hat ja seine eigene Frau im Inventar, ne? Also. Ja. Nun, ich liebe meinen Mann, das soll er auch nur zu spüren kriegen. Ich mag solche Geschichten. Nicht anders von dir zu erwarten, Helen. Ja, ist schon ziemlich krass, dass sie so lange mit dem Alex aushält. Ja, okay, das heißt, wir wollen wirklich alles looten. Okay, dann hoffe ich nicht, dass es jetzt tatsächlich so ist, was ich gerade glaube. Ich weiß, in der Legion of Chaos 1 ist es so, dass man... genau. Hier sind verschiedene Utensilien zu finden, welche zum Kochen und Backen benutzt werden. Dass man in allen Räumen etwas looten kann, außer wo Sequenzen stattfinden. Na gut, das wird hier wahrscheinlich nicht so sein, ein Weidenkörbchen. Ja. Das finde ich, ich hoffe, dass es nicht so ist. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Murmel erhalten, los, ziehen wir dieses dumme kleine Kind da. Ein Nintendo 3DS! Und das Kind guckt gerade nicht hin. Nintendo Geheimnis. Ich liebe es, mit meinen Murmeln zu spielen. Wo sind die eigentlich? Ich liebe Murmeln auch. Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Ich meine, und genau das finde ich halt persönlich so blöd. Ich meine, man beklaut halt, man ist ein Protagonist, ja? Der irgendwo sympathisch sein soll. Und man beklaut. Du hast vergessen, mit dem Mann zu sprechen. Und man beklaut die Leute. Och, das finde ich eigentlich immer ganz cool. Es gibt einige Dinge in Spielen, die nicht so wirklich Sinn ergeben, ne? Also von daher. Meine Frau ist im absoluten Blumenwahnsinn. Ah, das ist seine Frau. Ich dachte irgendwie, das wäre seine Tochter. Dachte ich auch. Und ich dachte, ich spiele gerne mit Murmeln. Ach, mit den Murmeln. Oh. Ja, das kenne ich. Ich kenne da jemanden, der über seine Frau das Gleiche sagen würde. Du sprichst doch nicht einfach von mir, oder? Nein. Alex wird sie niemals über dich sowas über dich sagen. Das will ich ihm auch geraten haben. Okay. Wir haben so ein bisschen was über Alex, der scheint ein Arsch zu sein.
Trotzdem ist es so allgemein dieses Pokémon-Syndrom, dass die Leute alle nicht so wirklich was Sinnvolles sagen. Ja. Ja, das musst du dir noch angewöhnen, aber wie gesagt, das ist in einigen Maker-Spielen so. Hatten wir nicht schon eine Gabi? Ich glaube auch. Man sollte Damen nicht unbedingt doppelt vergeben. Es gibt genug Namen auf dieser Welt, dass man das nicht braucht. Oh mein Gott! Eine Katastrophe! Was ist passiert? Es ist so schlimm! Was soll ich so tun? Oh, es klingt nach einem Nebenquest. Nun, sag schon. Meine Haarspange ist weg! Oh nein! Ach, übrigens, ich kaufe vielleicht noch die Brit. Sonst geht's dir gut. Ja, danke der Nachfrage! Wenn ich meine Haarspange finde, dann gebe ich euch 400 Naira! Das sind wahrscheinlich 30 Cent oder so. Das war sarkastisch gemeint, aber. Ich helfe gerne. Was soll man machen? Ich brauche das Geld. Okay, wahrscheinlich müssen wir die jetzt hier drin looten. Das weiß ich nicht. Ich gehe mal von aus. Weißt du, was ich an unterwegs in Düsterbock immer sehr schön fand? Heilpaste. Dass die Leute alle, naja, sage ich jetzt mal, einen halbwegs sinnvollen Tagesablauf hatten und in ihren Häusern immer irgendwas gemacht haben, ja. Hier Ja. rennen die Leute ja einfach nur völlig zufällig durch die Gegend. 100 Naira. Nicht Warum machen schlecht. wir eigentlich Sidequests, wenn wir nicht einfach die Leute nicht was mit Geld wickeln könnten? Verschiedene Utensilien für den Alltag, die sind bestimmt nichts wert. Okay. Ein Hund. Der auch Den können wir ja auch random. bestimmt mitnehmen. Der auch Der, random. der. Na gut, bei einem Hund, dann ist es irgendwie noch normal, ne? Ja. Hier sind kaputte Socken drin. Werden wohl noch gestopft. Kaputte Socken erhalten. Ja, jetzt werden sie nicht mehr gestopft. Hier, Helen, stopft das. Das denke ich mir auch die ganze Zeit über. Der Typ hat zwei Frauen dabei. Wäsche waschen. Alles klar, macht ihr das mal, ne? Madame, was haben wir gerade gefunden? Ich hab's nicht gesehen. Ich war zu schnell. Du hast jetzt ja. Das sind zwar Schade. wahrscheinlich nur Autoren, die ihr gar nicht kennt, aber. Ja. Hallo, ihr müsst meine Frau entschuldigen. Wieso? Dann ist sie euch wohl noch nicht mit ihrer Unverschämtheit entgegengekommen. Nun, wir sind sowieso schon einiges gewohnt. Okay, nehmt es bitte nicht persönlich. Keine Sorge. Aber es ist wirklich nett von dir, dass du uns vorwarnen möchtest. Als Ehemann hat man die Pflicht, die Fehler seiner Frau auszubügeln. Oha, ich glaube, das dürften hier bestimmte Na, vor Personen. allem, ja, wir haben zwei Ehefrauen im Team, ne? Ja, sie Da tun hätte jetzt bislang eigentlich noch ein Kommentar kommen können. nichts. Okay, die Haarspangen gibt's nicht dort. Das heißt. Oder haben wir die vielleicht schon? Wir können ja mal ins Inventar Na, oder, schauen. ja, gut, du hast gerade eben irgendwas gefunden, was du überklickt hast, ne? Ja, deswegen. Inventar ist ganz oben. Ja. Nein. Okay. Ich denke mal, wir müssten uns bestimmt noch ausrüsten. Ja. Wir gucken ja erstmal noch systematisch alle Häuser durch. Ja. Schmerzmittel. Wir haben einfach so die Truhe im Haus geöffnet und die Leute interessiert es nicht. Natürlich nicht. Ja, und natürlich hier ist eine Frau und deswegen sind da Bücher überkochen. Murmel. Und noch eine Murmel. Was man mit diesen Murmeln machen kann? Vielleicht gibt es irgendwann einen Aber geheimen Endboss, wenn man alle Murmeln ist hat. dir mal aufgefallen, dass man nur Murmeln in Räumen findet, wo auch Frauen sind? Gut, wir haben es jetzt zwei Murmeln gefunden. Hm, die Katze miaut. Aber irgendwie ein Ja. bisschen statisch, so mitten im Raum. Ja, bei der Katze wiederum. Gurken. Achso, ich dachte gerade, du redest mit der Frau. Gurken. Was ich aber sagen muss, was recht gut läuft, ist das Indie-Hallow-Skript, ne? Ja. Also. Oh, Besuch! Hat mein Mann euch eingeladen? Weil allein darf ich das nicht entscheiden, ich bin nur eine Frau. Ja, dein Mann. Wer genau ist denn dein Mann? Er ist die Stadtwache am Tor und lädt zwischendurch nette Leute ein. Ich meine, wir könnten ja gemeinsam vielleicht. Ach.
Okay, also er ist die Stadtwache am Tor und er lässt irgendwelche Leute rein. Und er lässt sie nicht nur in die Stadt, sondern er lädt sie auch noch zu euch nach Hause ein? Nein, dann wurden wir nicht eingeladen. Na, macht ja auch nichts. Fühlt euch wie zu Hause. Meine Truhe habt ihr ja schon gelootet. Sehr seltsame Familie. Vor allem das ausgerechnet von Ellen, ja. Ja. Also Ellen sollte man wirklich nicht andere Leute als seltsam bezeichnen, weil, naja, er ist jetzt auch nicht gerade der Normalste. Ja. Jetzt zum Beispiel wäre es irgendwie nett, wenn sie schon sowas sagt, dass man zum Beispiel jetzt der was sagen würde, wie, ah, ihr wart bei meiner Frau oder so. Ja, das stimmt. Das rückt das Ganze eigentlich immer noch ganz gut auf. So. Das ist ein Inn. Da kommen wir her. Da, genau, da waren wir direkt als erstes drin. Hast du die Häuser hier oben schon untersucht? Ich glaube noch Hier nicht, in den oder? Dingern war ich dann bei den Itemshop, war ich Genau. drinnen. Der Item Shop. Und da unten steht jemand? Was ich aber richtig dämlich finde, wenn man in einem Itemshop was looten kann. Und ich hoffe, das geht hier nicht. Weil in den Itemshop. Naja, außer natürlich meiner Diebe dabei, ne? Ja, klar, das ist was anderes. Das ist aber kein klassisches Looten, sondern Stehlen. Wir stehlen ja gerade nicht. Naja, gut, looten heißt ja so gesehen plündern. Und wir gehen ja auch nicht aggressiv vor. Na, hinter dem Tresen habt ihr nichts zu suchen. Das finde ich gut. Tut mir leid. Ja, zeig uns mal dein Na. Angebot. Naja, gut, wir haben jetzt gerade sowieso kein Geld für Heiltränke. Ja. Du kannst aber mal nach unten gehen, oder? Gegen das nicht. Die kommt nicht runtergehen, das Privatbereich. Waren wir Ach noch bei so. den Häusern? Ja, oder? Du warst auch da oben in dem anderen Itemladen, oder? Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Leute, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile passieren. Hier ist auf jeden Fall noch ein Soldat. Ja. Die waren noch nicht drinne. Wir müssen noch eine verdammte Haarspange finden. Teller und Tassen. Ich will den Wein dort mitnehmen. Ja, den kann man leider nicht looten. Schade. Ein Soldat, schauen wir uns das am Ende an. Nichts von Bedeutung. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass du das aussetzt und dadurch nochmal in diesen Raum reingehen musst, aber na gut. Ne, der ist doch da unten. Das heißt, wir müssen doch sowieso das am Ende wieder verlassen. Was mir auffällt, ist, ob es gefühlt keine E-Betten gibt, oder sondern immer nur Einzelbetten. Sind ja zwei Einzelbetten, die zusammengerückt wurden, ne? Du kriegst diese NPCs immer. Alles klar, ich könnte auch schon den Namen Tina schon mal gelesen zu haben. Ich irgendwie auch, ja. Schaut die das Schiff schon Glück hatten? Oh, wir sind bekannt. Sowas kommt ja nicht oft vor. Ich hoffe, ihr seid nicht verletzt. Es hält sich in Grenzen. Doch wir haben einige Kameraden verloren, die wir nun suchen. Und diverse wurden von Wind zerfetzt. Oh, war das ein Klingsturm? Sicher, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen, oder? Ich hoffe nicht. Okay, dann macht's gut. Luten. Ja, eine Truhe. Augentropfen. Okay, vielleicht gibt's auch einen alten Mann, der blind ist oder so. Ja, die Augentropfen sind wohl eher für. Mein Bruder ist doof. Er will meine Puppe immer den Kopf abreißen. Wohl bekomm's. Nein, die darf man doch nicht essen. Sonst stirbt sie. Oh Mann. Von der Seite betrachtet, hast du natürlich recht. Natürlich habe ich recht. Cartman gibt mir auch recht. Ich bin ja schon groß. Ja, ganz groß. Du wirst noch größer werden. Jupp. Und Naja, das jetzt. Kind fand ich sogar irgendwie ganz witzig. Ja. Hasenpfote. Wir looten mal wieder wirklich die Kinder ab. Na gut, ne, Kinder sind halt am einfachsten zu beklauen. Ja. Jetzt kann man nicht lang gehen. Das habe ich mir leider schon gedacht. Das ist irgendwie häufig so. Spielzeug. Können wir doch eigentlich klauen, oder? Naja, mit Spielzeug können wir nur wirklich nichts anfangen. Also der Held in Fable nimmt auch immer Spielzeug mit. Meine Schwester ist blöd. Die ist immer so gemein. Nun, vielleicht bist du ja auch gemein zu ihr. Ja, na klar. Sondern weil sie immer anfängt. Es gibt Momente, da bin ich froh,
dass ich nur ein Kind habe. Was sagt mir jetzt gerade, dass Majin Sonic keine Geschwister hat? Oder dass er, wenn dann zumindest nur ein Kind will. Du musst ja nicht den Krieger ansprechen. Schön, wenn man endlich zu Hause ist. Gleich ziehe ich erstmal die Rüstung aus. Ja, Rüstungen sind reichlich schwer. Wem sagst du das? Na dir! Ich glaube, Alex hat auf dich ab. Das ist echt geil. Wieso? Nun, du gibst schon genauso sinnige Antworten wie dein Minstergatte. Es ist wie ein Fluch. Hier war jetzt tatsächlich meine Emotion im Facet drin. Das stimmt, die Facets sehen immer gleich aus. Frau, geh beiseite, ich will looten. Früchte, lecker. Das erinnert mich an meinen Geburtstag, an den Geburtstag von Gerard, wo er fast allein meinen Fruchtsalat gegessen hat. Hinterher wäre er beinahe gestorben. Du bist aber auch eine Göttin, was das angeht. Du bist doch ganz schön flirten hier gerade, oder? Ja. Und seine Frau sagt nichts, ich hab schon gewohnt, dass die eh was zu dritt machen. Die Frau sagt allgemein wenig, ne? Die Helen hat mehr. Die Helen hat mehr Kommentare drauf als die Frau. Ja, Helen war ja auch in Teil 1 und 2 schon Protagonist. Ja, dann sprechen wir mal mit dem Kind. Der Tony. Hört ja. Hallo, wie kann ich euch weiterhelfen? Du bist aber ein höflicher kleiner Junge. Ich bin kein kleiner Junge. Ich sehe nur so aus. Ich meine, meine Mama und mein Papa legen großen Wert auf gutes Benehmen. Ja, das ist auch richtig so. Du wirst ihnen noch dankbar dafür sein. Es kann nie schaden, wenn man sich so zu benehmen weiß. Das stimmt. Da ihr so nett seid, möchte ich euch etwas schenken. Lutscher! Geil. Wurde der schon benutzt? Dankeschön. Sehr gerne. Was macht der Lutscher? Ein süßer kleiner Lutscher erhöht die Intelligenz. Warum auch immer. Den werden wir dann später wahrscheinlich irgendeinem Magier geben. Ja, dein Schar. Hallo, werte Damen und Herren. Hallo. Darf ich euch etwas anbieten? Ist sehr wirklich sehr freundlich, aber nein, danke. Wie kommt es denn, dass du so nett bist? Höflichkeit ist extrem wichtig und das bläue ich auch meinem Sohn ein. Sollte er nicht höflich zu euch sein, gebt mir bitte Bescheid und ich werde ihn bestrafen. Was wäre denn, wenn er unhöflich wäre? Übrigens, durch das Random-Laufskript ist jetzt der Junge quasi daneben. Ja. Dann kriegt er so richtig den Arsch verhauen. Ist doch normal. Nun, ich gebe zu, dass auch mein Sohn mal eine Schelle bekommen hat. Doch ist das nicht etwas übertrieben? Das lass doch bitte meine Sorge sein. Ich kann meine Kinder misshandeln, wie ich will. Schon gut. Kannst du mir jetzt bitte einfach Geld geben? Ja, irgendwie schon, ne? Ich meine, theoretisch könnten wir jetzt auch zur Polizei oder... Ja, genau, ja zum Jugendamt nicht, aber wir könnten zur Exekutive gehen und denen sagen, dass hier jemand seine Kinder oder sein Kind misshandelt. Genau. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Oben noch den einen Itemladen. Das ist natürlich blöd. Jetzt suchen wir immer noch diese Spange. Ja, wir haben die Spange nicht gefunden. Das ist blöd. Aber ich glaube, wir können uns hier sowieso noch ein bisschen umgucken, ne? Aber ich glaube, wir haben denn auch soweit alles... Meine Frage ist ja, wie viel Geld brauchen wir denn? Also es hieß ja nur, wir sollen, uns ausrüsten, ne? Ja. Sollten wir uns ausrüsten oder nur Geld? Was bedeutet ich denn ausrüsten? Das ist ein bisschen... Das werden wir gleich herausfinden. Quatsch mal noch den Typen an, schau mal. Wissen wir es ganz genau. Spange, ja, für die Haarspange. Nur Geld sollen wir sammeln. Ah, damit du dich ausrüsten kannst, ja. Okay, alles klar. Ich quatsch mal den mal an. Ich denke mir, willst du nur sagen, hier kannst du was kaufen. Ja. Ich verkaufe super Ware. Ja, hast du vielleicht Arbeit? Ist nichts Weltbewegendes. Könnt ihr der Stadtwache am Tor dieses Schwert bringen?
Sicher. Sicher, ich meine, ich bin Link und dann wird Ganondorf kommen und dann muss ich losziehen und Zelda retten. Ich finde das aber echt geil, ja, der gibt uns jetzt einfach ein Schwert, ja. Das könnte sogar ein richtig gutes Schwert sein. Ja, haben wir denn das Schwert auch? Vor allem, er gibt irgendeinem Typen, der noch nie gesehen hat, dieses Schwert. Ich habe, ja, wir haben es irgendwie schon. Wir haben es nicht. Dann können wir ihm das nicht geben. Na gut, dann du kannst ihn trotzdem mal anquatschen, ne? Wetten, wir übergeben es jetzt, ne? Wetten, wetten. Ja. Ja. Sehr freundlich. Wir sollen dir ein Schwert vom Waffenhändler bringen, aber das haben wir leider nicht dabei. Ah, vielen Dank. Ich hatte es reparieren lassen. Nein, das steht, er hatte es reparieren lassen. Er hatte es reparieren lassen. Yes? Obwohl, da müsste schon wirklich das, was du gesagt hast. Ja. Ich hatte es reparieren lassen. Richtig, genau. Ja. Er hat es reparieren lassen. Das könnte ja wie neu aussehen, wenn du es dabei hättest. Na, danke. Gerne. Tja, und jetzt wieder zurück und die Belohnung abholen. Wenn man so eine Quest einbaut, das kann man machen, also insgesamt sowas, Ausrüstung bekommen, dann sollte man das versuchen mit Gameplay und so zu verbinden und die Spielmechaniken zu erklären. Zum Beispiel hätte man hier ein Kampfsystem erklären können und so weiter, ne? Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Wegen irgendeinem random Fetch-Quest ein Kampfsystem erklären? Naja, zu genau. Außerdem haben wir ja schon gekämpft. Naja, im im Intro, was wir überspringen konnten. Ja, wir haben das Schwert ausgeführt. Klasse, hier ist deine Belohnung. Interessant, er hat uns jetzt bisher von allen am wenigsten gegeben. Ja. Das Schwert ausliefern war weniger wert als Hühner einsammeln oder Wäsche waschen. Wir haben gerade ein Schwertsmittel. Ja, schauen wir uns hier draußen einfach mal noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja die Haarspange irgendwo. Ich muss sagen, ja. Oh, hier ist jemand. Oder? Nee, sah nur so aus. Ich dachte kurz, da wäre jemand. Ich möchte die Haarspange eigentlich noch haben, ne? Ist ja irgendwie schon ein bisschen blöd. Ist noch ein Fass. Und durch wen der Blume kommen wir nicht dahinter. Ja. Diese verdammten Blumen. Da waren wir auch drinne. Wir waren überall. Vielleicht haben wir dem Haus... Waren wir hier unten gewesen, in den beiden Gebäuden? Vielleicht ist die Haarspange ja auch draußen und wir müssen erst rausgehen. Ja, da waren wir. Dann lass uns mal in das Gebäude reingehen, wo die Frau mit der Haarspange war. Das war das Große, ne? Hm. Ja. Das muss doch denn hier unten sein. Ich denke mal, dass das hier irgendwo sein muss. Wir haben ja halt keinen Detektor, ne? Ein Detektor. Das könnte auch außerhalb der Stadt sein, ne? Das glaube ich nicht. Ich denke mal, es gehört hier mit zur Ausrüstungsquest dazu. Ich möchte diese Quest noch lösen. Ach, Menno. Nein, nach oben. Ich denke, aber vielleicht setzen wir einfach an der Stelle mal einen kleinen Cut. Ja, oder wir machen es im nächsten Part, ne? Oder wir machen es im nächsten Part, ja. Dann schließen wir einfach im nächsten Part die Sammelquest, also diesen ganzen Quest hier ab. Dann hoffen wir natürlich insgesamt mal kämpfen zu können. Ja, ich war DSD Steve und Let's Play Retro World. Bis zum nächsten Mal.